ganz viele Handwerker da mit Handwerkerkarte. Und dann kriegen wir es aber vielleicht ja hin, wenn er wirklich, wie am Ende des letzten Aufzeichnungsblock überlegt, das doch durchziehen mit der Urbanisierung und am Ende der Urbanisierungsforschung erst die Handwerkerkarte wieder rausnehmen. Da könnten wir vielleicht noch ein paar Handwerker mehr produzieren jetzt, oder? Weil die aktuelle Handwerkerkarte bringt ja sogar plus 30% Produktion für Handwerker. Können wir das mal checken? Wir müssen dabei nur beachten, dass wir ja auch uns überlegt haben, eine Produktionskarte für Militäreinheiten reinzunehmen, für die Besättigung der Götter. Du hast sowas von recht. Dann müssen wir jetzt. Können wir die. Warum können wir denn jetzt nicht wechseln? Hatten wir gerade nicht gewechselt? War, liegt da schon eine Runde zurück? Nee, wir wollten es umstellen erst. Auf eine kurze. Ach so, stimmt, ja. Hast recht. Dann machen wir das doch jetzt. Weil sonst vergeigen wir die Besänftigung der Götter. Wir wollen ein paar Einheiten billig produzieren, dann müssen wir das machen. Oder wir hauen 530 raus. Das machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Wir gehen rein hier und ziehen das jetzt mal durch mit der Marine-Tradition. Die ist in zwei Runden fertig. Also auch nicht schneller als die Theologie. Gibt uns einen Gesandten und dann gucken wir mal. Wie viele Einheiten man dann produziert bekäme. In einer Runde ist die Bombarde fertig. Dann würden wir ein Musketier produzieren, zum Beispiel, obwohl der kostet Salpeter. Was können wir denn produzieren an Einheiten ohne die meisten Punkte bekommt man wonach? Wonach geht es nach der Kampfstärke der geopferten Einheit? Welche Einheiten ist mit Produktionskarte, die am billigsten zu bauen, wenn es nach der Kampfstärke geht. Musketiere, Nahkampfstärke 55. Feldkanone 50 und teurer. Musketier, Faustregel ist übrigens nicht immer, aber ich glaube meistens, dass die Einheiten, die strategische Ressourcen brauchen für den Bau, eigentlich billiger zu bauen sind, weil ja die Salpeterkosten auch noch dazukommen. Deshalb könnten wir die, wir haben ja genug Salpeter, schnell bauen. Schneller als Feldkanonen. Hier dauert ein Musketier 8 Runden. Die Bombarde ziehen wir hier noch durch, hängen ein Musketier hinten dran. 8 Runden. Wie sieht das hier aus? 7. Mit der Produktionsbeschleunigungskarte von 5% wären es 3,5 bis 4 Runden. Das kriegen wir alles rechtzeitig fertig. Rüber noch zum Vulkan. Vulkane sind überall, sehr daneben. Vulkan ist hier zum Opfern da. Hier könnten wir 2 Musketiere also produzieren und hier. Ich glaube, das klappt alles gut. 14 Runden, das klappt nicht. Nur hier, nur die beiden sind produktionsstark genug, echt? Kann ich mir kaum vorstellen. Hier wären es 8, hier kriegen wir auch noch einen hin. 3, Aschetanz ist ein Stück weiter weg. 4 vielleicht. Ob der rechtzeitig da ist, wissen wir nicht. Ist mindestens 3 können wir produzieren. Mindestens 3. Hier hatten wir. Das dauert hier überall zu lange. Und wir können natürlich jederzeit kaufen. Das ist aber sündhaft teuer. 3 Musketiere. 3 Musketiere. Ja, das so machen wir das. Wir bauen noch, wir lassen 2 Runden noch die Handwerkerkarte drin. Wir wählen in 2 Runden die neue Regierungsform. 3 Musketiere bringen hier nach an Punkten. Was hatten wir gesagt? 50 waren das, ne? 55 mal 3, 165 Punkte. Augenblick 36, in 8 Runden ist schon Ende. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es reicht. Notfalls schmeißt man noch einen Reiter hinterher. Oder einen Reiterchor. Wir haben schwache Reiterchor ohne Beförderung. Das können wir auch noch machen. So könnten wir das machen. Ich finde, es ist ein guter Plan. Lavagrill.
Die Seher waren ja auch sehr langsam. Können wir die schon mal ein bisschen... Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Wir machen schnell die Bauprojekte zusammen. Hier, aber das machen wir dann auf jeden Fall. Hier war ein Handwerker fertig. Hier entsteht ein Industriegebiet. Das können wir auch von Lavagrill aus bauen. Hier kostet es 8 Runden. Dauert es 8 Runden, hier 11. Wir können auch sagen, Lavagrill, das Feld ja gehört zu beiden. Wir können das von Meisterlich aus kaufen. Und von Lavagrill aus können wir hier ein Industriegebiet bauen. Das können wir machen. Lavagrill hat eine Produktion von 23, Meisterlich von 16. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir sehr. Das ist eine coole Idee. Das machen wir. Wir kaufen das Feld hier. Okay, 15 Runden sowieso, aber das wechselt auch manchmal. Gehen jetzt hier rein, tauschen das rein und setzen hier das Industriegebiet hin. Das war doch hier, ne? Neben Steinbruch. Ja, hier wollten wir es hinmachen. Die Idee gefällt mir. Meisterlich hat die Schiffswerft für die Produktion. Ja, das ist richtig. Genau. Denn hat jede Stadt eine Quelle. Hier ist die Quelle. Hier ist die Schiffswerft, der Schub für die Produktion. Hier unten das Industriegebiet. Schrieb Smachti und hatte recht. Technikbonus. Feuer entfacht. Es brennt bei uns in der Nähe. Was macht der denn hier? Ach, der ist gerade entstanden, ne? Cool. Nächster Bürger in 12 Runden. Was macht der denn hier? Der sitzt im Bezirk, ne? Die haben kaum gescheite Felder. Dann gönnen wir ihnen mal einen Wald. Ein Sägewerk hier oben. Zwei Produktionen, dann mehr. Das ist das Feuer und das hier ist der Wohnraum in Diavolo. Da helfen wir jetzt mit dem Handwerker vor Ort und dem Bau von Haciendas. Wohnraumproblemchen. Wir können verschiedene Dinge machen. Wir können hier, wollen wir mehrere Haciendas bauen. Die haben wir alle schon eingezeichnet. Hier können wir Fisch anschließen. Das wäre auch sehr hilfreich. Macht alles Sinn. Kann man alles machen. Einen Wohnraum und schon wächst die Stadt wieder deutlich schneller, nämlich doppelt so schnell. Feuerfrei. Achso, wir wollten noch die Seher ziehen. Vielleicht kriegen wir es ja in Aschetanz hin, dass wir in den Vulkan ja oben per Seher einen reinschmeißen. Wir müssen aber schnell den See herüberziehen. Musketier 7 Runden, dann 3 bis 4, 4 wahrscheinlich. Was ist denn der nächste? Ah, das dauert zu lange. Hier, das ist der nächstgelegene See überhaupt. Dann ziehen wir den, ich glaube, das hier links. Das sehe ich nicht. Billiger Witz! Ich sehe das nicht, dass der See dorthin ist. Tut mir leid. Das war noch. Irgendwie muss ich das ja sagen können. Wir ziehen damit mal hier hin. Ah, wir können ja natürlich auch beschleunigen mit einem General. Wie teuer ist es aktuell, einen neuen Seher zu kaufen? Gute Frage. Sehr guter Hinweis. Sehr guter Hinweis. So naheliegend. Gerade mal 500. Dann kaufen wir den Aschetanz, dann sind wir aller Probleme ledig. Was soll man sonst mit dem Glauben auch machen?
Wir haben ja nicht vor, eine große Persönlichkeit zu kaufen mit Glauben. Oh, Gustav Eiffel. Jede Menge Produktion für den Bau von Wundern. Kostet 3.200. Aber wir haben so wenig Glauben. Ich sehe nicht, schon wieder sehen. Oh Gott, wie peinlich. Ich sehe nicht, dass wir die Glaubenspunkte in große Persönlichkeiten investieren. Ich denke, wir würden eher Gold in die reinstecken. Der wäre schon cool hier. Haben wir einen normalen großen General nicht? Haben wir nicht. Aber der kommt in fernster Zukunft und der ist sündhaft teuer. Der wäre schon cool. Wann? Den schnappen sich andere weg. Den kriegen wir sowieso nicht. Das wird nicht klappen. Das kann man knicken. Ja, dann machen wir das doch. Wir kaufen einen Seher in Aschetanz. Okay? Mal zum Mann. Einverstanden. Liebe Grüße an Sven. Vielen Dank für die sehr, sehr freundlichen Worte. Ich hab's gesehen. Zaubert mir ein fettes Grinsen ins Gesicht. Ich bin empfänglich für Schmeicheleien. Ich bin ein Mensch. Feuer frei. Einmal noch. Ein Schuss reicht. Und die Stadtmauer ist futsch. Guck mal. Ist das cool. Nächste Runde vielleicht schon. Wir wollen diese Runde. Das kriegen wir diese Runde hin, Leute. Bevor Verstärkung kommt, sicher ist sicher. Diese Runde kriegen wir das hin. Diese Runde kriegen wir das hin. Mauer weg, Stadt brennt, Stadt in Flammen. Ruß und Rauch steigen zum Himmel empor. Die haben ein Feinstaubproblem. Wir müssen helfen. Wir müssen reingehen in die Stadt. Die können sich ja nicht selber helfen. Aus irgendeinem Grund brennen die Häuser. Ich weiß nicht wodurch. Wir müssen reingehen und als gute Umweltpolitiker für eine vernünftige für die Durchsetzung vernünftiger Umweltrichtlinien in der Stadt sorgen. Die Flammen. Wir müssen die Feinstaubwerte senken. Das hat nichts Kriegerisches, nichts Destruktives. Wir müssen reingehen. Das ist im Sinne der weltweiten planetaren Gesundheit. Diese Brände müssen gestoppt werden. Die sind nicht in der Lage, selber auf sich aufzupassen. Die verwalten ihre Stadt nicht gut. Wir können es besser. Definitiv, guckt mal. Wir machen es besser. Wir machen das viel besser. Wir haben es drauf. Können wir noch einmal irgendwo plündern? Mann, da mal lange dran gearbeitet. Ne? Da mal so lange dran gesessen. Zig Folgen, zig Runden, Jahre, Jahrzehnte. Die Stadt war so schwer einzunehmen. Das war schon ein Brocken hier. Der zweite Brocken. Da haben wir so lange dran gebastelt. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ganz, ganz großartig. Wir wollen die Stadt behalten. Natürlich. 9 Bevölkerungspunkte. Ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie viele Bürgerpunkte da eben waren, wie viele Menschen da lebten, aber ich glaube, das ist im Großen und Ganzen so wie vorher. Und die Flammen wurden auch erstickt von uns. Also, das ist sehr weise, wie unsere Leute sich aufgeführt haben. Wenig gebrandschatzt, wenig gemordet, wenig gefoltert. Also, ich finde, unter den großen Mördern gehören wir mit zu den zivilsten. Das kann sich sehen lassen. Unter den Blinden ist der einäugige König, unter den Mördern ist der Großkolumbianer Kaiser. Ayacucho. Monument wäre wichtig. Stadtmauer wäre cool, damit das Lager wieder ballert.
Ein Monument wäre cool für alles, auch für Loyalität. Ja, fangen wir mit dem Monument an. Lager musste auch erstmal repariert werden. Waren wir das? Haben wir, ach, Leuchtturm. Ah, was hier alles repariert werden muss. Unfassbar. Wodurch sind denn diese Schäden entstanden? Haben die Leute ihrer Stadt selber zugefügt, glaube ich. Die haben eine Politik der verbrannten Erde betrieben, als wir kamen. Ich glaube nicht, dass das wir das waren. Okay, wir haben Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Feuer und Stahlkugeln und Explosionsgeschosse, Pfeile und Verwünschungen auf diese Stadt herabprasseln lassen. Eventuell hatte das Folgen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Monument. Wir reparieren das Monument und bei der Gelegenheit wird es nicht nur frisch lackiert und das Fundament neu gelegt. Wir malen auch neue Schriftzüge drauf. Geheiligt sei der heilige Bulle. Willkommen, liebe Großkolumbianer. Früher hat das Monument an die Abenteuer, großen Taten und die großen Goldmünzen von DJ Pacha erinnert. Und jetzt gemahnt es an unsere Größe. Das ist ein Monument zu Ehren von Simon Bolivar, vielleicht auch zu Ehren seines greisen, weisen Beraters und erst recht und definitiv zu euren Ehren. Alle eure Namen stehen ganz klein im Fundament drin, der YouTube- und der Twitch-Zuschauer, jeder einzelne Name. Wenn ihr möchtet, dass euer Name drin auftaucht, dass ich den nicht übersehe, postet ihn mal drunter. Ob auf YouTube oder auf Twitch und fügt gerne einen persönlichen Inschriftwunsch dazu, zum Beispiel, was weiß ich, der Gesegnete wie das Nedir. Als Beispiel jetzt mal. Oder der prächtige Professor Pantera. Irgendwas in der Art. Oder die kapriziöse Conny. Oder wer auch immer. Überlegt euch was. Wie sind die Bürger verteilt? Geht so. Haben wir ein Nahrungsproblem? Wir haben kein Nahrungsproblem. Haben ein Produktionsproblem, ja. Warum wird das hier nicht besiedelt? Bewirtschaftet? Ist der eine Produktionspunkt hier? Sind die vier Nahrung hier wirklich mehr wert als die drei Gold und der eine Glaubenspunkt hier? Ich kann es mir selbst mit viel Fantasie nicht vorstellen. So machen wir das. Ein paar manuell gesetzt und dann auf die Produktion gegangen. Und das sollte dennoch reichen für ein leichtes Bevölkerungswachstum auf Zeit. Das dauert allerdings auch eine Weile. Ihr seht, hier ist kaum noch Wohnraum da, über den man verfügen kann. Wie geht's weiter jetzt? Die heilen alle aus. Der heilt hier in der Stadt selber aus. Rebellion in 12 Runden. Das ist ein Stück weg. Trotzdem. Also der hier, der Viktor, der sollte eigentlich bis Ayacucho helfen mit seiner Beförderung. Garnisonskommandant. Statt im Umkreis von 9 Geländefeldern plus 4 Loyalität. Das hat man doch schon mal ausgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganz knapp. Haben wir einen Gouverneur, den wir von irgendwo dorthin schieben könnten? Zum Beispiel Magnus. Könnten wir. Markt ist ein bisschen doof, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil plus 10% Gold wäre ein bisschen was in einer so goldreichen Stadt wie Detlef im Augenblick 18. Also würden 1,8 Gold verschenken, aber meine Güte. Wir nehmen ihn. Wir nehmen Magnus und schicken ihn rüber. Der ist eh noch nicht etabliert. Nach Ayacucho. Da geht's hin. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist das nächste Ziel? Und ich denke, das nächste Ziel ist, auch wenn uns das Kolosseum lockt und auch wenn es uns drängt, DJ Pacha erst recht dadurch zu demütigen, dass wir ihm seine Hauptstadt nehmen, dass wir ihn runterschubsen von seinem
mit Ziervögelfedern bespickten Thron, dass er seine Schatzkammern plündern, dass er vielleicht sogar auf seinem privaten, vermutlich mit Gold überzogenen Privatklo einmal uns entleeren gehen. Entschuldigung, aber das sind so, ich denke mir, es gibt keine größere Demütigung, als seine Schüssel zu benutzen, die wahrscheinlich wirklich golden ist. Trotzdem wäre es klüger, Cajamarca sich zu holen. Eigentlich, weil in Cusco, im Mazomen, die haben einen Bonus. Die haben einen Palastbonus. Wie, was macht der? Was macht der Palastbonus? Ja, der Palastbonus, der gibt eine zusätzliche Kampfstärke, wenn man diese Stadt angreift. Und wenn wir die Stadt jetzt erobern, dann wird ja eine neue Hauptstadt ausgesucht, wo dann der Palast steht, und dann haben wir da eine erhöhte Kampfstärke. Genau. Das heißt, wenn wir Cusco, die haben eine super Garnisonsverteidigungsstärke von 90, Cajamarca nur von 75. Wenn wir Cusco reinnehmen und sagen, Palast ist futsch, dann gibt es einen Science-Fiction-Effekt und der Palast wird bupf, weggebeamt und steht wie vom Geisterhand sofort wieder neu in Cajamarca, und das ist doof. Dann müssen wir als nächstes das dicke Cajamarca runterbomben. Dann fangen wir lieber mit dem kleinen Cajamarca an, dann geht's weiter. Ja? Kommen wir denn da gut hin? Das Lager kann feuern, aber nur bis hierhin. Die Felder. Cusco kann feuern bis hierhin und bis hierhin. Die Felder, alle rund um Cajamarca. Die drei, die können wir benutzen für Angriffe und es kann uns nichts passieren. Es sind aber leider nur drei. Unsere Bombarden können wir platzieren hier. Wir haben eine mit dreier Reichweite, die können wir sogar hier hinsetzen. Können wir vom Westen aus mit Bombarden arbeiten? Möglicherweise auch. Wie viel hat er denn noch an Militärstärke? Was hat er denn noch? 55! Nein! Das ist ja nichts. Wisst ihr, was das ist? Die 55 Punkte? Soll ich es euch sagen? Das sind, der hat ein geheimes Spielzimmer in seiner Hauptstadt, in Cusco. Das sind seine Zinnsoldaten. Das ist eine Zinnsoldatensammlung. Mehr kann das nicht sein. Vielleicht hat er noch eine Schleuder aus Kindheitstagen. Das ist alles. Das ist ja ein schlechter Witz. Dann können wir nämlich mit allem, was wir haben an Bombarden und so weiter, Cajamarca umzingeln, Augen zu und drauf. Ja? Mit dem Bombarden. Wen können wir vorne hinsetzen? Zum Abblocken. Der ist am Heilen. Können wir hier irgendwo plündern? Ja, hier können wir plündern und heilen. Auf dem Feld. Auf dem Bauernhof. Sonst nirgendwo. Ja, ihn zum Heilen rüberschicken wäre mutig. Bekommt er demnächst Erfahrungspunkte zum Befördern? So bald nicht. Ich glaube, ihn müssen wir erstmal hier lassen. Einmal heilen, bitte. Aber ihn hier, da könnten wir auch das Heilen abbrechen. Na, wir können einfach mal eine Runde abwarten. Bis hierhin können wir vorziehen, wenn wir hierhin ziehen, werden wir beschossen. Dann können wir auch nochmal eine Runde abwarten. Wie viel fehlen ihm denn? Ach, die 7 Punkte. Haben wir denn schon Bombarden zum Beschießen? Einmal? Ach, man kann es übertreiben. Ist das eine Dreierbombarde? Kann die drei Felder aus weit feuern? Nein. Dann ziehen wir das Musketierkorps als Puffer schon mal hier hin. Das ist eine Dreierbombarde, ne? Auch nicht. Wo sind denn unsere drei Reichweiten? Das ist die hier. Ah, okay. Eine nur. Okay. Eine nur. Genau, die hier. Dann kann die nachher hier stehen und mit aller Ruhe schießen. Dass der mit Kavallerie kommt, ist denkbar, aber unwahrscheinlich. Dann könnten wir ihn schon mal hier hinziehen. Auf jeden Fall von Cusco weg. Dann machen wir noch einen großen General an der Front. Und das kann auch der hier sein. Das Feldkanonenkorps. Das ist sehr, sehr fit. Die Inkanone.
was für ein cooler Name von euch. Inkanone. Die sollte auch weiter vorne stehen. Na, da finden wir gerade keinen guten Platz. Wir sind so dicht gedrängt, da finde ich gerade keinen coolen Platz. Wir wollten die Seher noch weiter nach oben schicken. In Vulkannähe. Wo sind die anderen? Ah, der ist so weit drüben. Haben wir nur... Da ist eine. Ach, die sind echt so weit drüben. Das ist doof. Wir haben viele rübergeschickt. Dann haben wir nur die drei hier. Eins, zwei und der hier steht. Aber das sollte eigentlich auch genügen. Und er kann hier... nachher opfern. Und er kann hier opfern. Und er kann hier an dem Vulkan opfern. Kann weiterhin plündern. Wissenschaft. ...133. Also eine Runde quasi. Die Bombarde kommt an die Front, bitte. Der beschleunigt ihn. Wie war das nochmal? Beschleunigt der Kommandante General auch die Seher? Ich glaube nicht, ne? Nee, für Landeinheit. Nee, das war nicht. Ich glaube nicht für die Zivilen, ne? Nur für die Militäreinheiten, wenn ich mich recht entsinne. Hast du es auch so im Kopf, Matsumi? Also, ja, aber also das ist ja keine zivile, das ist ja tatsächlich eine militärische Einheit. Der Seher. Ich hab das nicht mehr im Kopf. Ja, ja. Das ist eine Militär-Support-Einheit. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bilde mir ein, wir hätten das mal schon gecheckt und überprüft und es hätte... zu unserer Überraschung nicht geklappt, aber es kann ja sein, dass ich irgendwas durcheinander werfe. Das traue ich mir zu, weil ich manchmal Details durcheinander werfe, lieber Martin. Eine Weide bitte. Ein Handwerker. Können wir uns mittlerweile holen? Noch nicht. Noch nicht. Hier eine Hacienda. Ja, ne? Brauchen wir Wohnraum hier? Nein. Wir wollten was anderes machen. Wir wollten hier Aquazuchten machen. Und eine Fischzucht. Lassen wir hier. Nee. Ich würde den gerne hier hinstellen, so zum Auskundschaften. So in die Mitte irgendwie. Wir ziehen nochmal eins weiter vor. Naja, so haben wir mehr aufgedeckt. So, ein Handwerker, den wir uns vor Ort für teuer Geld gekauft hatten und mit dem machen wir jetzt. Boah, es ist schon spät. Ich bin leider hellwach. Da müsst ihr leider mit mir durchhalten. Was wollten wir alles machen? Steine hier oben. Krabben. Haciendas. Sechs Aktionen. Weil wir die Pyramiden auch gebaut haben, deshalb so viele. Hier stehen sie. Geben plus eine Aktion. Wohnraum brauchen wir potenziell. Wir gehen einmal ins Wasser und holen uns die Krabben. Fischerboote. Der Handwerker hier. Direkt am Vulkan. Das ist irgendwie mäßig klug, aber hier könnten wir hingehen.
Das Sägewerk. Das macht immer Sinn. Sägewerke oder Haciendas. Hier kommen wir nicht drauf. Da kommen nur Militäreinheiten auf das Bonusdorf auf. Ich guck mal, ob ich hier nicht auch durchkomme, dass wir den wieder hier im Osten einsetzen als Handwerker und in seiner eigentlichen Bestimmung zuführen. Eine Runde weiter, Leute. Eine Runde weiter. Oh Gott, ist es schon spät. Ich habe irgendwie keine Lust aufzuhören. Jetzt sind wir schon 23:30. Wann ist denn mal der nächste Stream? Am 22. Juli. Aber wisst ihr was? Ich erkläre das hier feierlich für YouTube als die vorletzte Folge vor dem nächsten Stream und wir hängen nochmal eine halbe Stunde dran. Also nochmal eine weitere Folge. Auf YouTube, halbe Stunde, auf Twitch jetzt.